Moin Leute, ist der Klimawandel menschengemacht? Wie gut sind eigentlich die Vorhersagen der Klimamodelle? Man kann ja nicht mal das Wetter vorhersagen. Und wir haben euch gefragt, welche positiven Dinge können sich durch die Transformation unserer Gesellschaft eigentlich ergeben? Und wir haben da richtig geile Antworten von euch erhalten, die wir euch auch nicht vorenthalten wollen. Klimaforscher Dr. Christian Scharoun und ich werden euch heute diese Fragen beantworten. Wir haben euch gefragt, was euch eigentlich am meisten interessiert an diesem Thema. Und über 4.300 Leute haben mit abgestimmt und auf Platz 1 war tatsächlich, ist der Klima menschengemacht? Also was ist eigentlich da dran? Und diese Frage scheinen sich halt wirklich viele zu stellen oder zumindest Zweifel daran zu haben, dass nur der Mensch daran schuld ist. Zieht euch diese Grafik hier rein. Dort wurde gefragt, ob die Leute glauben, dass der Klimawandel hauptsächlich vom Menschen gemacht ist oder halt nicht. Und Deutschland ist hier vergleichsweise skeptisch und nur die Hälfte ist sich sicher, was diesen Punkt angeht. Also schon krass. Und klar, Vulkane, Sonneneinstrahlung und selbst die Plattentektonik und so weiter, das alles hat Einfluss aufs Klima. Das ist ohne Zweifel. Also das bezweifelt auch niemand. Aber wie sehen eigentlich die Wissenschaftler das? Und ich persönlich und auch Christian Scharoun, und 99% der Wissenschaftler, und das ist kein Witz, haben keinen Zweifel daran, dass der Klimawandel einzig und allein vom Menschen gemacht hat. Kein Scheiß, 99% der Wissenschaftler. Und das hat auch einen Grund. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Entwicklungen in den letzten 800.000 Jahren und überlasse euch dann selbst, was ihr davon haltet oder auch nicht. Ja, ziehen wir uns erstmal die Temperatur der letzten 800.000 Jahre rein. Ihr seht hier die Temperaturabweichung vom Mittelwert. Also das sind immer diese 1 bis 2 Grad Klimaerwärmung, von dem man eigentlich immer so spricht. Wenn wir das Bild jetzt sehen, dann das sieht gar nicht so schlimm aus eigentlich, oder? Also eigentlich, wenn man es halt sich anguckt, dann sieht man, da gab es echt schon schlimmere Zeiten auf der Erde, also in der Erdgeschichte. Zum Beispiel vor 123.000 Jahren gab es doch schon mal irgendwie einen krassen Anstieg und das wird ja wohl kaum ein Mensch gewesen sein, ne? Weil unser Ausstoß zu der Zeit vermutlich noch nicht so besonders hoch war. Bonnie, I don't want your friends farting in my pool. Als allererstes schauen wir uns einfach mal an, wie lange hat der Anstieg damals vor 125.000 Jahren für 1 Grad denn so grob gedauert? Und zoomen wir mal rein und schauen uns mal den sogenannten Gradienten an, also den Anstieg. Ja, und wir sehen halt, vor 138.000 Jahren lag die Temperatur bei minus 2,46 Grad Celsius. Und vor 126.000 Jahren lag die Temperatur dann bei 2,54 Grad Celsius. Also 12.000 Jahre für eine Änderung um satte 5 Grad. Und das ist echt sau viel. Gucken wir einfach mal, wie viel ist denn das pro Jahr? Und wenn wir das durcheinander teilen, dann sehen wir halt, das ist 0,00042 Grad Celsius pro Jahr Anstieg war damals. Okay, schauen wir uns jetzt mal den aktuellen Anstieg an und gucken wir uns die letzten 1.000 Jahre an und schauen uns dann noch mal genauer die letzten 100 Jahre an. Also wirklich ein relativ kurzer Zeitraum in diesem ganzen Ding, was wir uns da angucken. Ihr habt ja gesehen, eben 10.000 Jahre um den Dreh. Und jetzt schauen wir uns mal nur 100 Jahre an. 1920 war die mittlere Temperatur bei so grob minus 0,25 Grad. Heute liegen wir schon bei 1 Grad im Mittel. Und ich nehme immer die Mittelwerte, also nehme jetzt keine Ausreißer da rein oder so. Ich will jetzt hier nicht tricksen. Okay, also so grob 1,25 Grad Celsius Anstieg und zwar in 100 Jahren. Und wenn wir uns das mal angucken, dann ist das ein Anstieg von 0,0125 Grad Celsius pro Jahr. Und das ist 30 Mal mehr als vor 125.000 Jahren. Und hier seht ihr das auch noch mal grafisch. Also es geht um die Rate, um die Steigung, die wir da im Moment haben. Und die ist halt sehr, sehr krass. Okay, aber das reicht euch vermutlich noch nicht. Kann ich verstehen. Schauen wir mal auf das CO2, auf die Konzentration. Ja? Die CO2-Konzentration wird in Parts per Million gemessen, also Teile pro Million. Und das ist natürlich mega wenig. Also zum Beispiel sind 400 ppm circa 0,04% CO2-Gehalt in der Luft. Aber wer jetzt denkt, dass es aufgrund der kleinen Menge nichts ausmachen kann, ja, habe ich jetzt ein etwas fieses Beispiel, aber das, glaube ich, erklärt es ganz gut, ja. 5 bis 10 Milligramm VX-Gas tötet einen erwachsenen Menschen mit 70 Kilogramm. Und wenn wir es mal durchrechnen, dann sehen wir, dass das so circa 1 ppm ist. Also ihr seht, auch kleinste Mengen können halt echt eine verheerende Wirkung haben im richtigen System. Und das ist alles, was ich euch mal zeigen wollte. Ich weiß, Beispiel ist nicht schön, aber so ist es halt. Jo, okay, aber was sehen wir jetzt hier auf der Grafik? Ja, es gab immer mal wieder Anstiege und so weiter. Aber Moment, wenn wir da mal ganz nach rechts gucken. Ja, dann sehen wir also praktisch heute, dass da eine krasse Wand ist. Ja, also ihr seht das, das ist echt einfach ein Strich. Das ist schon heftig. Und wir machen trotzdem mal denselben Check wie eben. Ja, also vor 125.000 Jahren gab es halt nämlich auch einen großen CO2-Anstieg.
Und wir rechnen jetzt einfach mal wieder aus, wie groß die Steigerung war. Wir gucken uns mal an. Vor 134.000 Jahren hatten wir 204 ppm im Schnitt. Und vor 128.000 Jahren hatten wir dann 287 ppm im Schnitt ungefähr. Das entspricht dann 0,014 ppm pro Jahr an Anstieg. Also was auch schon viel ist. Und wenn wir uns jetzt mal die letzten 100 Jahre angucken, also gucken wir wieder 1920, da hatten wir 300 ppm und heute haben wir 417 ppm in der Luft. Und wie gesagt, alles recht grob, aber ich versuche da ehrlich zu sein. Also wir haben jetzt dann einen Anstieg von 1,17 ppm pro Jahr, wenn wir das ausrechnen. Also 83 mal krasser als vor 125.000 Jahren. Und bitte macht euch klar, der CO2-Anstieg kommt zuerst. Die Temperatur reagiert erst viele Jahre später. Also die Dinge, die wir jetzt machen halt, haben erst Auswirkungen viele Jahre in der Zukunft. Und wie groß diese Verzögerung genau ist dazwischen, das ist relativ schwer abzuschätzen. Aber der Hauptgrund für diese Verzögerung sind auf jeden Fall die Weltmeere, die einfach unglaublich viel Wärme aufnehmen, speichern können und so das Ungleichgewicht eine ganze Zeit lang verbergen können. Also es dauert halt eine Weile. Außerdem gibt es noch verschiedene Rückkopplungsschleifen, bei denen die anfängliche Erwärmung beispielsweise die Art und Weise beeinflussen kann, wie eine Oberfläche das Sonnenlicht reflektiert, ja? Was wiederum zu einer weiteren Erwärmung führt. Und all diese Effekte, die ich euch jetzt hier genannt habe, die brauchen einfach viel Zeit, um sich zu entfalten. Und das ist halt wichtig zu verstehen. Also es geht nicht so schnell. Ich habe noch was für euch und das fand ich persönlich auch sehr eindrucksvoll. In dem letzten IPCC-Bericht 2021, also der Bericht quasi, den der Weltklimarat jedes Jahr rausbringt, hat man simuliert, wie es die letzten 200 Jahre ohne den Menschen gewesen wäre. Ja, man hat ja die Daten auch relativ gut und so weiter und das wollte man sich mal ansehen. Und ihr seht jetzt hier, was passiert wäre. In grün seht ihr quasi den natürlichen Verlauf ohne den Menschen. In rot seht ihr den Verlauf Mensch plus natürliche Ursachen und in schwarz, was beobachtet wurde. Und auch hier steht das Ergebnis halt wirklich fest, wir haben es verursacht und zwar ziemlich eindeutig. Da lässt sich relativ wenig dran rütteln. Also zusammengefasst können wir sagen, klar, es gab bereits viele Temperaturanstiege in unserer Erdgeschichte, aber keiner war so schnell wie dieser jetzt. Und auch die CO2- und CH4-Levels in der Atmosphäre, die gab es tatsächlich noch nie in der Erdgeschichte, also die Größe auch. Geschweige denn so einen extremen Anstieg. Und falls euch interessiert, woher diese Daten kommen, dann schaut euch diese Links hier an. Aber nur kurz, für diese sehr alten Daten benutzen die Wissenschaftler praktisch Eiskernbohrungen, mit denen sie recht zuverlässig datieren können. Und weiterhin auch Messergebnisse aus Tiefseesedimenten. Ja? Also hier unten, wie gesagt, zieht euch die Links rein, das ist halt echt cool beschrieben, wie genau das funktioniert. Das wird jetzt hier mega den Rahmen sprengen. Wie gut sind Klimamodelle wirklich? Ich muss mir in diesem Kontext immer eine Sache anhören, und zwar: Ihr könnt ja nicht mal das Wetter der nächsten 7 Tage richtig vorhersagen. Warum soll ich dann euren Klimamodellen glauben? Es ist grundsätzlich gut, wenn unsere Arbeit kritisch hinterfragt wird. Davon lebt Wissenschaft. Aber in diesem Fall ist es doch relativ eindeutig, dass die Leute zwei Dinge verwechseln. Wetter und Klima. Als Wetter bezeichnet man den Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Zum Beispiel in Karlsruhe am 14.08.2022 um 10 Uhr morgens. Man kann das dann beschreiben mit verschiedenen Parametern wie der Temperatur, der Bewölkung oder dem Niederschlag. Klima definiert sich als der mittlere Zustand der Atmosphäre an diesem bestimmten Ort, also die Zusammenfassung aller Wetterereignisse über einen längeren Zeitraum hinweg gemittelt. Eine gute Analogie, um den Unterschied zwischen Wetter und Klima zu erklären, ist ein Schwimmbecken, das gerade über einen Schlauch langsam mit Wasser gefüllt wird. Der Pegel des Beckens ist das Klima. Die Wellen, die entstehen, wenn jemand ins Becken springt, ist das Wetter. Es lässt sich nur schwer vorhersagen, wie hoch eine Welle schwappen wird, wenn jemand ins Becken springt. Aber wenn wir die Höhe der Wellen über einen längeren Zeitraum beobachten, können wir Rückschlüsse ziehen, wie hoch der Pegelstand im Becken ist. Und außerdem können wir sagen, dass, wenn es höhere Wellen gibt, dass dann auch mehr Wasser im Becken sein muss. Dem Wasser, das aus dem Schlauch in den Pool strömt, entsprechen die Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre. Je höher deren Konzentration ist, umso mehr wird sich die Erde erwärmen. Trotzdem wird es natürlich dann unterschiedliche Wellenhöhen geben, also verschiedenes Wetter, das weiterhin schwer vorherzusagen bleibt. Unsere Klimamodelle berechnen also den durchschnittlichen erwarteten Pegelstand im Schwimmbecken in 30, 50 oder 100 Jahren. Daraus lässt sich dann ableiten, mit welchen Wellenhöhen im Schwimmbecken zu rechnen ist. Es wird aber kein Modell sagen können, wie hoch eine bestimmte Welle an einem bestimmten Tag in 100 Jahren in diesem Schwimmbecken sein wird.
Viele Leute unterschätzen, glaube ich, auch die Komplexität von Klimamodellen. Sie enthalten unzählige Variablen und Gleichungen und können die physikalischen und chemischen Prozesse in der Atmosphäre sehr gut nachstellen. Das Ganze besteht aus vielen Millionen Zeilen Programmcode, die auf Hochleistungsrechnern, wie zum Beispiel Horeca hier bei uns in Karlsruhe, gerechnet werden. Um das zu Hause nachzustellen, müsste ich 150.000 handelsübliche Laptops gleichzeitig laufen lassen. Das ist unmöglich. Klimamodelle können also die Vergangenheit sehr gut rekonstruieren. Aber mit einer ebenso großen Sicherheit können sie auch Prognosen für die Zukunft machen. Das sehen wir sehr gut an dieser Grafik hier, bei der Modelldaten in Grau und Schwarz dargestellt mit früheren und späteren Messungen verglichen werden. Auch diese Studie der NASA zeigt, dass Klimamodelle im Vergleich zu Messungen von zum Beispiel Satelliten sehr nahe dran sind. Das Video zeigt, wie Modelle die Temperaturänderungen im Vergleich zum vorindustriellen Niveau prognostizieren. Ganz schön erschreckend, wie ich finde. Es wäre also dringend notwendig, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, um möglichst viel Treibhausgas einzusparen und so diese globale Erwärmung und alle Auswirkungen, die sie mit sich bringt, möglichst gut einzudämmen. All die Maßnahmen, die dafür notwendig sind, können aber auch positive Auswirkungen auf uns haben. Und darüber wollen Andreas und ich jetzt gemeinsam sprechen. Ja, eine Riesenfrage ist, ob die Umstellung auf so eine klimafreundlichere und nachhaltigere Welt nicht eigentlich auch mega viel Vorteile bringen kann. Also es muss ja nicht alles nur schlecht sein und Änderung ist schlecht, sondern die Änderung kann ja in unserem Fall auch richtig gut sein. Und wir haben euch gefragt, was ihr so denkt, was könnte das denn auch für positive Aspekte mit sich bringen? Und das sind eure Antworten, es sind dann auch ein paar sauwitzige dabei, deswegen, das macht schon echt Bock. Fangen wir an mit dem Graslutscher, den kennen bestimmt einige. Der ist halt, also hat einen riesen Blog und macht saucoole Sachen, finde ich, total interessant. Ich lese tatsächlich gerade aktuell ein Buch von ihm, das haben die mir zugeschickt, mit der Bitte um Interview mit ihm dann im September. Und hätte er mir vorher gesagt, dass das Ding 200 Seiten lang ist, hätte ich es mir, glaube ich, auch echt überlegt. Aber aber okay, jetzt muss ich da durch und im September werde ich ihn sehen. Also nur kurz als Background. Und er schreibt, ich greife jetzt unserem Termin vor, aber es könnte halt eine wirtschaftliche Revolution bedeuten und ganz neue, nachhaltige Geschäftsmodelle ermöglichen, wenn wir auf einmal sehr viel saubere und oft sehr günstige Energie zur Verfügung hätten. Und also er schreibt dann zum Beispiel lebenswertere Städte und Dörfer und das finde ich einen ganz spannenden Punkt eigentlich. Also hat auch, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, ne? Genau, ja, als nächstes schreibt der Bastard-Operator, das ist ein witziger Name, mehr soziale Gerechtigkeit ist ein super Punkt, weil das Ganze ist ja ein globales Problem und durch den Klimawandel verlieren viele Menschen, insbesondere in Küstengebieten, ja ihren Lebensraum und sowas führt dann auch zu sozialen Problemen. Ja, ja, gerade global gesehen, ne? Also es ist halt, ich glaube, viele sind dann auch immer sehr national überlegen. Also man denkt immer erst natürlich an sein eigenes Land, an Deutschland, aber im Prinzip ist das ja einfach ein globales Problem und das wird uns dann am Ende alle betreffen halt. Ja. Und ich glaube, das muss man dann halt auch einfach so sehen. Also ja, der Punkt ist auch, dass viele Leute immer schreiben, ja, ist ja egal, was wir in Deutschland tun, interessiert ja keinen. Das ist genau das falsche Denken eigentlich an der Sache. Ja, ja, ich glaube auch, aber ja, das ist ja oft so ein Kritikpunkt, ja. Ja, Hagen J. schreibt, kleine dezentrale Strukturen mit kurzen Transportwegen schaffen Arbeit und Wertschöpfung vor Ort. Handwerk bekommt wieder einen neuen Stellenwert. Ja, das ist irgendwas, glaube ich, was ich tatsächlich auch selber jetzt oft gespürt habe. Es gibt wenig Handwerker, viel zu wenige. Es gibt einen riesen Fachkräftemangel, gerade so im PV-Bereich. Wärmepumpen, versuch mal da jemanden zu finden, der dir noch eine einbaut und so weiter. Da gibt es viel zu wenig Leute. Ich glaube auch die riesen Transportwege, alles, das ist sicherlich keine gute Sache. Ne? Also da würde ich mir auch echt, ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist irgendwie. Fand ich sehr, sehr schön zusammengefasst. Also hat mir persönlich sehr gut gefallen. Der nächste Kommentar ist von einem Account mit dem Namen 12,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und schreibt, kleine Landwirtschaftsbetriebe könnten sich wieder lohnen und wären nicht mehr gezwungen aufzugeben, weil Massentierhaltung und riesige Flächenbetriebe mit Umwelt- und Naturschutz nicht vereinbar sind. Das ist, finde ich, auch ein super Punkt, weil gerade da hängen viele persönliche Existenzen dran, die dann mit diesem ganzen Konsumverhalten einfach
ja nicht mehr mitkommen können, weil die Preise nicht mehr gehen können. Und von daher ist das ein guter Punkt. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das ist halt irgendwie ja sehr ambivalent und auch ein ganz schwieriger Punkt, glaube ich, ja. Jean oder Jean oder wie auch immer, ich weiß nicht genau, wie man ihn aussprechen muss, aber ja, ich muss immer an Jeans denken, deswegen egal. Ich hoffe auf etwas Entschleunigung durch hohe Mobilität und jederzeit verfügbare Energie zur sofortigen Produktion von Gütern ist unser Leben sehr schnell geworden. Weniger quantitativer Konsum, dafür mehr qualitativerer Konsum könnte der Psyche gut tun, oder? Ja, wohl, da würde ich jetzt auch zum Beispiel direkt an Massentierhaltung oder so denken, wo ich mir denke, also viele, die ich kenne, essen gar kein Fleisch mehr, aber auch sehr viele sagen, ich mache es halt viel seltener und wenn, dann gebe ich lieber mal ein paar Euro mehr aus und kaufe dann lieber, was weiß ich, vom Bauern gegenüber oder sowas, der seinen Rind dann da lange und ordentlich aufzieht, wo ich das weiß und finde das halt dann auch irgendwie schöner. Ja. Ja. Ja, ein Punkt, der dazu gut passt, qualitativer Konsum, schreibt Kevin B., wir kommen von der Wegwerfgesellschaft weg und schätzen die Dinge mehr, die wir haben und erhalten sie länger. Also einfach eine Frage der Nachhaltigkeit. Ja, passt gut zu dem Kommentar, den du gerade hattest, finde ich. Ja, Karl-Heinz Hampe. Ich höre immer sehr oft, was kann ich alleine schon bewirken, aber ich denke, jeder kleine Schritt Veränderung wird in der Summe helfen. Man sollte die Leute nur machen lassen. Ja, wenn ich höre, man sollte die Leute nur machen lassen, muss ich direkt an unseren DIY-Kram denken. Dann denken wir halt auch, ja, ich glaube auch, ich habe auch den Eindruck, da ist so ein riesen Aufbruchspotenzial und die Leute haben Bock und oft sind es aber Dinge wie, ich habe Angst vor Bürokratie, ich habe Angst vor Steuern, ich habe Angst, dass ich da irgendwas Illegales mache oder sowas, wo ich mir denke, das sollte wirklich nicht sein. Also dann, klar, alles natürlich im sicheren Rahmen, aber da könnte man sicherlich ein bisschen was machen. Ne? Ja, Dirk Dixon schreibt, weniger Lärm und Stress in den Innenstädten, finde ich einen super Punkt. Und dann nimmt er als Beispiel, gerne mal in Oslo Urlaub machen. Dort ist es so, wie es in Deutschlands Großstädten längst sein müsste. Bestimmt 50% E-Autos, tolle Gebäude, Infrastruktur, alles sauber, viele entspannte, zufriedene Menschen. Den Eindruck teile ich auch. Also ich hatte mal einen Forschungsaufenthalt in Tromsø, auch in Norwegen, und muss schon sagen, da können wir uns echt einiges abgucken von unseren skandinavischen Freunden. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Jan Haberg, Bürgerbeteiligung durch dezentrale Kraftwerke resultiert in einer gleichmäßigeren Wohlstandsverteilung. Ja, das würde ich, glaube ich, auch unterschreiben. Also weil das ja nicht prozentual stattfindet, sondern wenn es eine Bürgerbeteiligung gibt, dann wird die jeder absolut, also zum gleichen Anteil kriegen und das ist in der Regel gerechter, ja. Ja, Jan Meyer schreibt, die größte positive Auswirkung ist vermutlich, dass wir weiterhin auf einem lebenswerten und artenreichen Planeten leben können. Ja, das wäre das Schlimmste, was passieren kann, ja. Ja. ja, da sind noch ein paar lustige Kommentare gewesen, die wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Die fanden wir ja ziemlich geil. Also den besten, der kommt zum Schluss. Der erste war positiv. Schwierig. Meine Brille kann ich leider nicht so sehr rosa anmalen, dass ich das sehen würde. Also ich glaube, derjenige sieht es halt schon ein bisschen ruppig, aber ja klar, es sieht auch gar nicht mal so geil aus alles. Ne? Also ja, von absolut, daher, ja. Ein bisschen verstehen kann ich das schon. Ja, der nächste Kommentar hat uns wirklich sehr gefreut. Der lautet einfach nur, schönere Sonnenuntergänge. Ja, da muss man auch ein bisschen überlegen, wie er das meint. Ne? Meint er jetzt irgendwie durch die Luftverschmutzung? Keine Ahnung, muss man... Es wird einfach viel schöner gestreut alles, das ist super. Ja, man kann auf jeden Fall lange drüber nachdenken, was er damit meint, aber fand ich auch geil. Ja, der nächste war, die Fossilkonserven explodieren und wir sind sie endlich los. Okay. Ja. Kann man mal so stehen lassen. Und ja, ich glaube, unser persönliches Highlight, und das war bei Christian auf Twitter. Erzähl. Dein Klimawandel interessiert mich einen Scheiß. Ich fand's auch echt nass. Vor allem dein Klimawandel. Das ja, ist ja, super, dein ne? Klimawandel. Ja. Ja, ist nur unser Ding, ja. Aber wir haben uns den ja auch ausgedacht, das darf man nicht vergessen. Ne? Ja, genau, wir haben uns den Klimawandel ausgedacht. Ja, genau. Ja, gibt's nicht, das gibt's nicht. Ja, alles Schwachsinn. Alles war eine so super riesig. Idee. Genau, okay. Ja, sehr cool. Also hat viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich habe
Dieses Video haben wir extra auf Werbeeinnahmen verzichtet, also wir kriegen gar nichts dafür. Nein, wir wurden auch nicht von irgendeiner komischen Organisation. Mir hat einer mal vorgeworfen, ich wäre von der Ölindustrie bezahlt. Nein, bin ich nicht und sind wir nicht. Das ist ja keine Ahnung, wie man darauf kommt. Also wie gesagt, das ist eine komplett Non-Profit, das Video, und damit es maximal glaubwürdig ist, und das Thema liegt uns einfach am Herzen, und das ist halt alles. Dann macht's gut, Leute, und Christian, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Alles klar, dann ciao. Ciao.